Ja, hallo und herzlich willkommen nicht nur zu einer neuen und weiteren Ausgabe von Wir in BB. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2017. Die erste Sendung im neuen Jahr. Und die widmen wir uns einem ganz, ganz wichtigen Thema, nämlich es geht um das Thema Behinderte. 20 Jahre wurde gefeiert AG Behinderte hier in Böblingen. Und in Böblingen hat man schon richtig viel getan, um das Leben für Behinderte leichter zu machen. Was getan wurde, das werden mir nämlich die beiden Begleiterinnen, das ist die Frau Vogt und das ist die Claudia, genau erzählen. Wir laufen nämlich jetzt mal dorthin. Bevor wir uns aber die verschiedenen Locations anschauen, switchen wir ganz kurz nach Herrenberg. Da gibt es ihn, den Turmbau zu Herrenberg. Im Moment noch als Modell, aber den konnte man sich schon anschauen. Und wie das Ganze aussehen könnte, zeigen wir Ihnen jetzt. Turmbau zu Herrenberg ist vielleicht nicht ganz richtig, denn der Turm soll zwar auf Herrenberger Gemarkung stehen, aber nicht in der Stadt, sondern hier auf dem Stellberg mitten im Schönbuch. Bis der richtige Platz gefunden war, hat es etwas gedauert. Jetzt sind die Verantwortlichen damit aber sehr zufrieden. Also das besondere Highlight dieses Standortes ist das, dass der Turm dort auf diesem Standort eine Leuchtturmfunktion einnimmt. Er wird von der Autobahn aus, von Süden kommen, schon von Weitem wahrgenommen werden und stellt sozusagen auch die Pforte zur Region Stuttgart bzw. die Pforte zum Landkreis Böblingen dar. Wichtig natürlich auch die Aussicht und die ist von hier aus jetzt schon grandios. Ein Rundumpanorama bei gutem Wetter bis zu Alb und Schwarzwald, heute mit dem Schönbuch im malerischen Nebel. Auf der rund 30 Meter hohen Konstruktion soll der Ausblick sogar noch schöner werden. Aber gerade diese Konstruktion, hat man die nicht schon mal gesehen? Erinnert das nicht etwas an den Killesbergturm in Stuttgart? Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Killesbergturm, aber er wird als leichte Holztragkonstruktion errichtet werden. Wir versuchen dort heimisches Holz nach Möglichkeit aus dem Schönbuch zu verwenden. Und die Kombination mit den gespannten Stahlseilen und den drei Plattformen, die dieser Aussichtsturm hat, unterscheidet ihn schon deutlich von dem Turm am Killesberg. Das Modell des Turms ist derzeit auf Besichtigungstour. Erst stand es im Gasthof Hasen, dann in der Stadtbibliothek Herrenberg. Anfang Januar ist es auch auf der Touristikmesse CMT zu sehen. Wissen Sie eigentlich, wo Ihre Lebensmittel tatsächlich herkommen? Und wenn ja, wie wurden diese tatsächlich produziert? Dafür gab es ja auch im Jahr 2016 die gläsernen Produktionen. Wie? Sie haben keine davon besuchen können? Das ist gar nicht so schlimm, weil auch 2017 wird es solche geben. Wo genau, zeigen wir Ihnen jetzt. Einige gehören schon fast zum Inventar. Der Biolandhof Bodemer in Ehningen zum Beispiel oder der Krügerlandhof mit seinen Schwarznasenschafen. Hier können Kinder lernen, wie Schafe geschoren werden und was man mit der Wolle alles machen kann. Die Aktionen sind Teil des landesweiten Projekts Gläserne Produktion, koordiniert von den Landkreisen. Und gerade in Böblingen immer wieder ein Erfolg. Wir hatten in diesem Jahr ca. 21.000 Besucher und wir haben die letzten Jahre immer über 20.000 Besucher gehabt. Und das spricht ein bisschen dafür, dass es auch bei dem Verbraucher hier vor Ort ankommt. Das ist also auch wirklich eine interessante Veranstaltung ist und vor allem auch interessant für Familien, die dann mit ihren Kindern kommen. Auch die Anzahl der teilnehmenden Betriebe ist im Kreis Böblingen hoch. Zwischen 10 und 14 Betriebe sind jedes Jahr dabei. Aber warum ist die gläserne Produktion eigentlich so beliebt? Weil der Verbraucher die Möglichkeit hat, in die landwirtschaftlichen Betriebe reinzuschauen, direkt sieht, wie werden die Tiere gehalten, wie wird produziert. Er hat die Möglichkeit, mit dem Landwirt direkt zu sprechen, ihn zu fragen, warum machst du dieses so? Und dieses schafft dann auch Vertrauen. Im Dezember wurden wie jedes Jahr die teilnehmenden Betriebe geehrt. Auch das ist wichtig, denn so ein Tag mit gläserner Produktion macht viel Arbeit und bringt nicht immer unbedingt viel Geld ein. Dennoch, einige Betriebe haben bereits signalisiert, dass sie auch 2017 wieder dabei sein wollen. Im Landratsamt rechnet man wieder mit mindestens 10 Veranstaltungen. Und so werden auch dieses Jahr wieder Kinder schweinend beim Duschen zusehen können. Und jetzt sind wir hier oben angelangt am Elbenplatz, am Eingang der Bahnhofstraße in Böblingen, dem Hauptverkehrsknotenpunkt hier in der Innenstadt. Eine Ampelanlage gibt es da, um von A nach B zu kommen. Und ob Behinderte
ein Problem damit haben, ja, das fragen wir doch direkt nachher mal die Claudia. Und auch die Frau Vogt von der Stadt würde uns das eine oder andere sicherlich darüber erzählen können. 20 Jahre AG Behinderte, das Ganze direkt nach der Werbung. Zurück aus der Werbung, zurück hier auf den Elbenplatz. Und die erste Frage, die ich jetzt stelle, es geht direkt an dich, Claudia, als Rollstuhlfahrerin. Die Ampelschaltung vom Elbenplatz. Viele sagen, ein bisschen knapp. Wie kommen die Ampelschaltung für dich? Also, sie sind ein wenig knapp. Es kommt natürlich auf die Tagesform drauf an, wie viel Kraft man gerade hat. Aber da die Gehwege abgeflacht sind, kommt man eigentlich sehr gut rüber. Also nicht so das ganz große Problem. Ich glaube, wenn du jetzt in die Richtung fährst, geht es leicht bergauf. Ist es schon anstrengender als zurück? Also bergauf wird sicherlich schwieriger, wird länger dauern. Bergunter rollt man einfach runter, das geht wunderbar. Aber in die andere Richtung ist schon schwieriger. Deswegen gleich mal an Sie, Frau Vogt von der Stadt. Kann man da nicht irgendwas machen? Also wir haben bereits etwas gemacht, insbesondere für die Blinden an dieser Stelle, nämlich nochmal einen speziellen taktilen Blindenknopf dazu zu machen. Der ist spürbar für die Blinden. Sie können daran erkennen, wie müssen sie denn laufen. Und auch die Zeit der Überquerung verändert sich zugunsten des Passanten in diesem Fall. Und sie bekommen noch dazu einen Ton geliefert, der ihnen sagt, entweder jetzt stehen bleiben oder er verändert sich dann eben auf Anforderung, jetzt kann ich gehen. 20 Jahre AG Behinderte, Frau Vogt, wie hat das Ganze angefangen und was war das Ziel von Ihnen als Stadt, als Leiterin der AG? Ja, die alten, sag ich mal, Böblinger werden sich erinnern, dass wir vor 20 Jahren die Landesgartenschau hier in Böblingen hatten. Und der damalige Sozialdezernent, der hatte sich auf die Fahnen geschrieben gehabt, die ganze Sache wirklich barrierefrei zu gestalten. Er ist auf alle Behindertenverbände, auf alle Vertreter zugegangen und die haben sozusagen eine erste Arbeitsgemeinschaftssitzung gemacht, um sich zu überlegen, was brauchen wir denn alles, was sind die Anforderungen, damit Menschen mit einer Behinderung hier gut auch die Landesgartenschau besuchen können. Es hat gut funktioniert mit dieser Umsetzung für die Landesgartenschau. Bis heute haben wir noch da, sag jetzt mal, positive Überbleibsel. Aber es hat sich darüber die AG Behinderte institutionalisiert. Es hat sich natürlich auch im Laufe der letzten 20 Jahre bis ins Jahr 2017 das eine oder andere geändert, auch an Anforderungen. Und genau über die sprechen wir gleich, und zwar direkt nach den Veranstaltungstipps. Kaum ist die Weihnachtszeit vorbei, steht die Fastnet vor der Tür und in Oberjesingen geht's gleich am 8. Januar los mit dem ersten großen Umzug. Rund 70 Gruppen mit mehr als 2000 Hästrägern haben sich angekündigt. Los geht der Radau um 13.30 Uhr in der Elbenstraße und zieht dann quer durch Oberjesingen. In Daggersheim wird's schwäbisch, da lädt der TSV wieder zum Mundarttheater. Der Schwank in drei Akten heißt Baby wider Willen und verspricht jede Menge Spaß. Außerdem ist natürlich für das leibliche Wohl gesorgt. Los geht's in der Festhalle Daggersheim um 19 Uhr, der Eintritt kostet 9 Euro. Und in Leonberg beginnt das neue Jahr klassisch. Das Sinfonieorchester lädt zum Neujahrskonzert. Gespielt werden Stücke von Claude Debussy, Dmitri Schostakowitsch, Johann Strauss und einigen anderen bekannten Komponisten. Los geht's um 11.15 Uhr. Karten gibt's bereits jetzt im Vorverkauf. Frau Vogt, hinter uns ist eine Baustelle. Für die meisten ist es nur eine Baustelle, die jetzt gerade ein bisschen den Verkehr behindert. Aber das ist eine ganz wichtige Baustelle. Genau, das ist jetzt eins der Beispiele, wo inzwischen die Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Das wird sich sukzessive jetzt in der Stadt immer weiterentwickeln. Wir haben aber mit der AG Behinderte auch noch mal geschaut, wo sind denn die wichtigsten Punkte, haben mit dem Bauamt das abgestimmt. Klar, hier ist das Landratsamt, also eins der wichtigen öffentlichen Gebäude mit einem sehr hohen Frequenz an Busfahrern. Wir wissen auch, dass dort unter anderem ein blinder Mitarbeiter ist, der regelmäßig von der Dietzenhalde runterkommt. Und von dem her ist es hier sehr, sehr wichtig, dass diese Bushaltestelle als eine der ersten jetzt einfach barrierefrei gestaltet wird. Ich kann mir schon vorstellen, Claudia, für dich als Rollstuhlfahrerin, wie ist das, Bus zu fahren, öffentliche Verkehrsmittel überhaupt zu benutzen? Also an sich geht es sehr gut. Man muss halt vorher nur vorab planen, ob an der Haltestelle, wo man abfahren möchte, auch wirklich in dem Zeitraum Niederflurbus kommt. Und dann wird man vom Busfahrer unterstützt, dass man hinten reinkommt. Also der klappt eine Rampe aus, schiebt einen dann hoch und dann hat man ja in der Regel einen Rolliplatz hinten drin.
in der Hoffnung, dass nicht so viele Kinderwagen da sind, haben dann auch alle genügend Platz. Aber das war ja nicht immer so. Als du angefangen hast, die Öffentlichen zu benutzen, da gab es immer Probleme. Also da gab es sicherlich Schwierigkeiten, weil noch viele Reisebusse gefahren sind. Also wurde man auch ab und zu mal nicht mitgenommen, weil es einfach nicht machbar ist im Reisebus. Also man muss immer sehr, sehr viel planen vorher. Aber zwischenzeitlich hast du das Problem nicht mehr, weil du fährst Auto. Genau, ich fahre jetzt mittlerweile Auto und dann kommt man eigentlich immer sehr gut von A nach B. Ab und zu nimmt man doch noch den Bus, aber ganz, ganz selten. Frau Vogt, wir haben vorhin darüber gesprochen, die Anforderungen für 2017 sind natürlich andere wie vor 20 Jahren bei der Landesgartenschau. Was steht denn jetzt ganz speziell und aktuell auf der Agenda? Also neben dem Ausbau sämtlicher Bushaltestellen in den nächsten Jahren wird es jetzt ganz besonders nächstes Jahr nochmal die Blindenleitlinie in der Bahnhofstraße sein. Das wird im ersten Quartal wahrscheinlich umgesetzt werden, genauso wie eine Querung dann von der Bahnhofstraße rüber zum Bahnhof über die Talstraße. Das wird eine Anforderungsampel werden, das heißt, die wird normalerweise nicht an sein, sondern lediglich, wenn man hinkommt und drückt. Gerade die Talstraße, wie oft stehst du da und wie oft nehmen überhaupt Autofahrer dann Rücksicht auf dich? Das ist sehr, sehr schwierig. Meistens nehme ich Rücksicht auf die Autofahrer, weil mir das Risiko zu hoch ist, da einfach drüber zu fahren. Also ich suche dann immer eine große Lücke, dass ich dann genügend Zeit habe, drüber zu fahren. Das heißt, die Ampel, die würde dir auf jeden Fall schon mal helfen? Auf jeden Fall. Claudia, vielen Dank für die Zeit, dass du dir die genommen hast. Das Ganze natürlich auch für Sie, Frau Vogt. Und ich sage einfach, toll, dass Sie dabei waren. Und wir sehen uns bald wieder zu einer neuen Ausgabe 2017 bei Wir in BB.